Hi Leute, schön, dass ihr wieder zu einem neuen Gameplay eingeschaltet habt. Ich zeige heute mit euch The Woods VR Escape the Room. Und das Spiel ist momentan im Angebot für 2,39 €, kostet nochmal 3,99 € auf Steam. Und ja, ist diesen Monat erschienen, ich glaube am 4. April. Ist ein kleines Escape Room Spiel, soll auch nicht so lange gehen, was ich so von den Bewertungen her gelesen habe. Aber für 2,39 € kann man, denke ich mal, nicht viel falsch machen. Vom Look her sieht es echt cool aus, ist die Unreal Engine. Und ja, man könnte fast meinen, man ist in The Forest. Und hier kommen gleich diese komischen Kannibalenviecher an. Aber ich hoffe nicht, dass es hier so eine Art Horror-Game wird, dass es nur ein bisschen Rätseln ist. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und viel Spaß. Okay, alles hell. Jetzt sehe ich langsam was. Okay, das ist ein... Hey, wow! Are you okay? Can you hear me? If you're alive. Boah, man dreht sich um, dann. I've been here for days. Da hängt einer. Did you see how you got here? Yeah. Yeah, me neither. Listen, you gotta help me out here. I don't have much time. I don't have much to work with over here. Your buddy there might have something that could help us. Could you check his bag? Also er will, dass ich seine Tasche kontrolliere. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier um, bevor wir jetzt hier die Aufgabe von ihm erfüllen. Also wir hängen an einem Käfig. Oder an einem Käfig. Wir sind in einem Käfig und wir hängen am Baum. Ungefähr, weiß ich nicht, 15 Meter in der Höhe. 10, 15 Meter auf jeden Fall. Hier haben wir irgendwie... Check his back. Wow. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch sehen könnt. Ich halte es mal ein bisschen näher. Hat man so einen komischen Filter drin. Alle Bäume sind gelb. Okay. So, lassen wir erstmal hier liegen. Hier liegen überall Steine rum. Mit irgendwelchen Symbolen drauf, wie es aussieht. Okay. Sollen wir uns den Kameraden hier mal anschauen? Oh, bitte bleib liegen oder sitzen. Okay, sieht aus, als ob der hier eine Wunde hätte. Kann man ihn hochheben? Nee. Oh. Junge, du kannst echt da sitzen bleiben ohne was. Der hat einen Brief in der Hand. Ich klau dir den. Okay. After an investigation into missing person reports, investigators may have happened upon the remnants of an ancient landmark. Okay, die untersuchen auf jeden Fall hier vermisste Personen. Und irgendwie haben die auch so einen verlassenen Ort gefunden. Ich weiß jetzt nicht genau, was das hier heißt, Remnants. Lesen wir mal weiter. If my research was correct, then the ruin site may contain what stories describe könnte stehen. Okay, wenn die Untersuchungen korrekt waren, ist in der Ruine ein Relikt mit mystischen Eigenschaften. Und das kann ich nicht lesen. Signifying? Keine Ahnung, was da steht. What seems to be some unknown manipulation of matter. It is protected by a series of hidden traps and if still functional, could explain the missing hikers. I hope my expedition discovers the truth. Also er hofft, dass seine Expedition hier die Wahrheit ans Licht bringt. Ja, deine nicht mehr, unsere vielleicht. Also für dich ist es hier das Ende gewesen. Okay, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Symbole. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir diese Symbole auch wiederfinden. Okay, das könnte echt hier die 2 sein. Also ich denke, dass wir die da schon bestimmt wiederfinden, oder? Das könnte die 1 sein. Okay. Ja. Sind ja auch 6 Steine.
Okay, der sieht aus wie die 6. Okay, werden wir bestimmt noch gebrauchen. Ich bin gespannt. So, jetzt machen wir aber das, was er gesagt hat. Wir schauen uns mal die Tasche an. Oh, das ist ein Messer. Yes, yes, yes. Okay. Okay, geht nicht. Next to your cage. It looks like it might help lower mine. Oh. When I get down, I'll go get help for you. Ja, er hat gerade darauf hingewiesen, dass neben mir hier dieses Seil hängt. Und ich soll ihn runterschneiden. Aber der fällt doch dann runter. Kollege, du bist dann tot wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen sollen. Also hier ist auch noch irgendein... Kriege ich das auf? Irgendwas ist hier doch. Ne, da passiert gar nichts. Okay, wir schneiden mal das Seil durch. Kollege, halt durch. Okay, der wird wohl hinüber sein. Tschüss. Irgendwo passiert was? Wow. Okay, irgendeine riesige Säule ist da gerade erschienen. Macht der Kollege denn noch was? Naja, das sieht man. So weit kann man auch gar nicht runter gucken. Man sieht nur so schemenhaft den kaputten Käfig. Nee, okay. So, da sehe ich jetzt irgendwie was Grünes oben drauf. Und wir haben da jetzt irgendwelche Symbole. Ein Dreieck, ein Stern. Boah, dieses Schaukeln. Also ich bin ja nicht mega Motion Sickness anfällig. Nur bei ganz, ganz wenigen Spielen. Bei Project Cars hatte ich mal ganz kurz gehabt. Bei Project Drunk zum Beispiel zum Glück nicht, als wir den Livestream gemacht haben vom Project Cars 2. Aber hier wird mir jetzt ein bisschen mulmig in der Magengegend. Okay. Da ist noch ein Würfel, ein Quadrat. Und da unten sind auch... Okay, da... Okay. Können wir hiermit noch irgendwas machen? Den zum Leben wieder erwecken, nein. Okay. Wir haben 6 Steine, wir haben 1, 2, 3, 4. Okay. 4 Symbole. Eins, zwei, drei, vier. Haha. Ich vermute, das hat was damit zu tun. Vielleicht ist der zum Aktivieren da, dass wir jetzt diese Zahlen... Wir sehen ja da immer Punkte, ein Dreieck hat 3 Punkte, Stern hat der hat 6 und so weiter, dass wir das hier eingeben müssen. Und der ist vielleicht zum Aktivieren, weil der ja hier oben drauf lag. Okay, probieren wir mal. Boah, deine Füße sehen echt scheiße aus. Komm. Nee, okay. Ja, probieren wir einfach mal. Wir haben da die 3. Was war die 3 denn hier? Jetzt müssen wir den Stein auch finden, den passenden. Der könnte es sein. Ja, also man kann ihn nicht so gut erkennen, aber... Doch. Okay, oh, fall nicht runter. 3. Was haben wir dann? Dann haben wir 6. Das war ja der hier. 6. 4. Für den Würfel. Das war hier der. Okay, manchmal macht es nur Klack und... Okay, ändert sich halt ein bisschen. So, 4 und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist dieses komische Symbol hier. Aber welches soll das sein? Das wird es nicht sein, das wird es nicht sein. Da kann ja nur noch das sein, aber... Sieht nicht irgendwie ähnlich aus, wir probieren es einfach. Wow, hier passiert schon was. Also ich brauche das... Boah, jetzt wird mir übel. Wow! Okay. Sind wir jetzt komplett auf dem Boden? Nee. Wir sind immer noch hoch. Wir hängen irgendwie noch immer am Baum. Okay. Dieses grüne Ding, was es auch immer ist, ist jetzt bei uns.
Okay. Wow, hier liegt was. Hier liegt ein Schlüssel. Okay. Schauen wir mal, dass es nicht runterfällt. Vielleicht brauchen wir es noch. Ah, das sind. Jetzt sehen wir, wo Licht ist. Hier ist ein Schlüsselloch scheinbar. Okay, probieren wir mal. Wow. Hallo, blauer Kristall. Da haben wir den. Au. Okay. Und jetzt? Ich will mal ein Messer. Ich weiß nicht, was hier ist gleich passiert. Wir sind immer noch relativ weit oben. Schauen wir mal. Hab ich mich erschrocken. Okay, ich konnte mein Messer nicht mitnehmen. Boah, aber mein Herz ist ein bisschen am Pochern. Okay. Sieht echt cool aus, so ein altes Gemäuer hier. Okay, wir haben hier so ein kleines, einen kleinen roten Ball, einen grünen Ball, roten. Da ist eine Öffnung für, oh, der ist weg. Okay. Boah, das ist ein bisschen fies, finde ich gerade. Okay. Also vom Setting her könnte es echt irgendwie auch ein Horror-Game sein. Okay. Jetzt haben wir hier. Da können wir nichts machen. Jetzt haben wir hier den weißen. Tun wir mal weiß auf weiß. Mal gucken, was passiert. Oh nein! Oh, der spawnt zum Glück neu. Och, was ist denn los hier? Bleibt drauf. Okay. Kann man jetzt hier was machen? Nein. Guck mal, da ist auch dieses Geflirre. Da hängt ein roter Ball in der Luft. Müssen wir jetzt hier irgendwas an Rot drücken? Nee. Okay, ich guck mal kurz runter. Boah, ist das hoch. Ha! Guck mal, Leute! Okay, wir müssen irgendwie wahrscheinlich den... Kriege ich den so? Dass der rot wird dann? Nein. Okay, der kommt auf jeden Fall näher. Ich versuche mal, der spawnt ja wahrscheinlich neu. Ich versuche den mal zu schmeißen. Wir haben den roten. Wie cool ist das denn? Bleibst du drauf? Ah, guck mal, da ist auch wieder rot. Okay. Jetzt versuchen wir den mal über uns zu schmeißen. Okay, wir haben den grünen wieder. Und müssen auf die grüne Plattform wahrscheinlich. Oh. Gerade kurz Bild weg gewesen. Okay, der fällt ja immer durch. Okay, da ist wieder so ein grüner Ball an der Decke. Da ist der grüne Kristall. Da ist ein gelber Kristall. Okay. Mal kurz mein Headset nochmal ein bisschen festmachen. So. Jetzt haben wir hier blau. Passiert dann? Nix. Okay. Hier ist irgendwie... Wow! Nein, ich will hoch. Der benutzt ihn immer doppelt. So, hoch. Vielleicht kommen wir dann da dran. Nee. Das kannst du mal knicken. Okay, jetzt können wir es aber aktivieren. Aber der Ball ist weg. So. Jetzt müssen wir wieder Ausschau halten, wo irgendwas anderes noch leuchtet. Da ist ein blauer Kristall, aber da sehe ich keinen Ball. Doch, da. Okay. Da ist ein gelbes Tor. Was ist das da? Na egal, ich versuche mal den nach hier zu werfen. Ist da keine Wand? Nein, okay.
Okay, war noch nicht so gut. Grün. Doch, wir haben ihn gekriegt. Okay. Also man hat ja wirklich kein Teleport oder sonstige Locomotion-Funktion. Man muss wirklich die ganze Zeit im Raum laufen. Ist aber auch irgendwie cool. Ah, hier müsste mal Staubgewicht werden. Okay, jetzt haben wir hier irgendeine grüne Tafel. Was haben wir hier? Kommt da auch ein Ball drauf? Schauen wir mal, können wir die nehmen? Habt ihr das gehört? Okay, irgendwas bewegt sich hier. Wir gucken mal irgendwo hin. Da bewegt sich gerade was. Warte mal, schauen wir mal nochmal hin, genau. Ah, okay. Okay, okay. Da können wir die Plattform. Da können wir die mittlere. Und hier die große. Okay. Boah, ist das laut. Und jetzt? Und jetzt und jetzt. Nicht, dass wir da irgendwas machen mussten. Da leuchtet irgendwas auf dem Boden. Ah! Schaut mal. Da geht immer der Ball runter oder der fällt dann runter. Okay. Warte mal, wir versuchen mal was. Okay, hat gerade ein bisschen gehangen. Jetzt probieren wir mal den runter zu ballern. Wow! Okay, schaut mal, der kommt dann oben aus dieser Säule raus. Okay. Probieren wir mal die andere Säule umzusetzen. So. Oh, jetzt müssen wir den auch noch fangen. Okay, probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Okay, der war schlecht. Och, den hab ich doch gehabt, oder? Also, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt habe ich. Jetzt habe ich ein... Ah, Sewinja! Bababi, bababa. Okay. Und wo geht's jetzt hin? Boah, Leute. Das Zeitliche geht jetzt gerade gar nicht. Okay, ich stehe. Ich wäre echt gerade fast umgekippt. Fast so wie ein VR-Neuling. Was haben wir denn jetzt hier? Wow, jetzt geht's hoch. Wow, es wird hell. Ja, Leute, das war schon The Woods VR Escape the Room. Und ja, ich bin jetzt wieder hier im Anfangsbildschirm. Aber es gab ein Endbildschirm, sag ich mal. Da stand dann einfach nur You are Escaped und... Dann stand da Return to Title und da bin ich aus Versehen mit dem Controller dran gekommen. Deshalb haben wir jetzt hier wieder den Startbildschirm, aber war auch nichts anderes. Man hat auch einen Wald gesehen. Unter einem war nur so diese Steinplatte vom Ende und das war es dann auch schon. Ja, was kann man sagen? Also ich habe mit ein bisschen mehr Spieldauer gerechnet, aber für ja normal 3,99 jetzt im Angebot, für 25 Stunden kostet noch 2,39. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, auch wenn es nur so kurz geht. Besonders 2,39, hey, was ist das schon? Also das kann man eigentlich schon investieren in das Game hier. Ja, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gespoilert und nicht alles reingezogen, sondern nur mal kurz durchgesteppt, weil dann ist es noch interessant für euch. Wenn man jetzt wirklich die ganzen Rätsel schon kennt, dann ist es gar nicht mehr interessant. Und
Ja, die Rätsel waren ja auch nicht schwer. Also ich tue mich bei diesen Escape-Room-Spielen eigentlich immer schwer. Und das war jetzt irgendwie total easy und nachvollziehbar. Von daher, ja, hätte ein bisschen härter sein können vom Schwierigkeitsgrad her. Und ich finde, vom Setting her hätte es auch echt ein VR-Horror-Escape-Room-Spiel sein können. Der ganze Wald, man hängt im Käfig, weiß gar nicht, was abgeht. Dann die Leiche, die hier neben uns im Käfig saß. Und ja, diese Ruinen und mystischen Artefakte, hätte man echt was anderes draus machen können. Aber ich bin im Endeffekt froh, dass es jetzt kein Horror-Game war. Denn ja, ich habe mich jetzt schon, ich glaube, zweimal habe ich mich erschrocken, als dieser Turm umkippte und als diese Leiche hier am Anfang direkt neben mir saß. Das hat mir jetzt echt schon gereicht. Von daher ist okay so. Und 2,39 kann man echt investieren. Schaut mal rein in das Game und ja. Ich würde sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, ja, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo dalassen wollt. Würde mich echt freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.